Namaste, kia halhe dosto und willkommen zurück zu Bellyho. Erst einmal wollte ich mich ganz groß bedanken bei Bolly Love für das Zusenden dieser DVD. Fido, verbotene Liebe. Zum einen möchte ich auch Danke sagen, dass ihr uns die Möglichkeit gibt, auch in Deutschland Bollywood-Filme zu schauen, mit deutscher Sprache, beziehungsweise auch mit deutschen Untertiteln. Ich denke, ich spreche dafür viele Bollywood-Fans, auch im deutschsprachigen Raum, die sehr dankbar sind, dass es euch gibt. Ja, und heute möchte ich euch etwas über den Film erzählen. Los geht's! Also, wie der Titel schon sagt, Fitur, verbotene Liebe, geht es natürlich um eine dramatische Liebesgeschichte. In dem Film spielen Katrina Kaif als sozusagen Fedors und der gut aussehende Aditya Roy Kapoor als Noor. Zu Beginn findet die ganze Geschichte in Kaschmir statt. Diese Stadt wird hier in dem Film als sehr, sehr schön atemberaubende, ja, weiße Stadt gezeigt, was einem selbst schon irgendwie den Drang gibt, mal dort selber hinzureisen. Fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön präsentiert. Wie diese Kurzeinleitung von dieser DVD schon erzählt, ist nur ein kleiner Dorfjunge, der allerdings leider arm ist und ohne Perspektive auf ein besseres Leben eigentlich. Allerdings ändert sich das nach einer gewissen Zeit, wo er die Chance hat, als Stalljunge von einem wohlhabenden Hause zu dienen bzw. zu arbeiten, wobei er sich allerdings direkt in die Tochter des Hauses verliebt, in Fedors. Fedors wiederum scheint an dem Jungen auch einen sehr großen Gefallen zu haben und sozusagen erwidert die Liebe zu Noor. Und allerdings wird leider Fedors nach London geschickt, um halt sicher und ja, mit besserer Zukunft erwachsen zu werden. Und wie man sich vielleicht an der Geschichte schon etwas denken kann, treffen die beiden sich natürlich im Erwachsenenalter wieder. Und zwar natürlich auch in London. Und ja, als sie sich einander begegnen, flammt die Liebe wieder neu auf. Was ich persönlich sehr, sehr interessant fand. Allerdings an dieser ganzen Geschichte, muss ich sagen, gibt es so viele Hindernisse, was vor allem dieser Noor sehr zu spüren bekommt. Und auch immer wieder sehr traurig ist. Selbst will ich zu der Geschichte nicht mehr viel mehr verraten. Allerdings muss ich sagen, der Film ist wirklich sehr, sehr lang, zieht sich auch etwas sehr lang in der ganzen Raumzeit, was wiederum aber diese ganze Geschichte schon sehr spannend macht. Vor allem auch, da es in der ganzen Geschichte immer so ein Hin und Her gibt, was einen selber dann schon ein bisschen zu denken gibt. Wieso, weshalb, warum hat sie das gesagt, warum denkt sie so? Also die Geschichte ist schon sehr gut durchdacht. Ja, was ich zu den Schauspielern natürlich auch noch übermitteln möchte, ist Katrina Kaif. Sieht wie immer bezaubernd hübsch aus und bringt ihre Rolle natürlich wieder genau auf den Punkt, wohingegen Aditya Roy Kapoor sehr süß, aber auch sexy zugleich ist. Ihr denkt euch natürlich, warum süß? Ja, süß, weil er seine Rolle als perfekten Verliebten, der von den Gefühlen der Liebe sehr berauscht ist und dies auch perfekt rüberbringt. Und sexy, weil sein Körper wirklich sehr gut in Szene gesetzt wird, beziehungsweise besser gesagt gezeigt wird, wo bestimmt einige Frauen dahinschmelzen. Und wie immer in Bollywood-Filmen spielt die Musik immer mit einer Hauptrolle und ist auch hier wieder perfekt abgestimmt und schön. Aber nun kommen wir zu einem kleinen indischen Dialog. P.
Heli bachab dumie deka tafitos. Bam fat gaya tamerisame. Ik chis du mari chat hemje. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt eure Kommentare einfach mit hier unten rein. Und wir sehen uns. Bis bald. Belly out.